Hey, Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnov, stellen Sie sich jetzt. Unter vier Augen. Mit Vergnügen. Du musst Emmett seine Erfindung vorführen lassen. Seine ganze Zukunft hängt davon ab. Würde ich ja gerne, Junge. Aber Miss Strickland denkt, sie ist gefährlich. Solange er also nicht auftaucht und sich erklärt, gibt es keine Vorführung. Hast du eine Ahnung, wo Emmett ist? Ah, er arbeitete an seinem Stand, aber als Edna mit ihrer Tirade fertig war, war er fort. Ich hoffe, er kommt zurück, sobald wir dieses Chaos geklärt haben. Du hast Carl Sagan nicht zufällig gesehen, oder? Nein. Wird denn nicht mehr nach ihm gesucht? Nein, alle Anklagen wegen Brandstiftung wurden fallen gelassen. Richter Brown reichen die Beweise für ein Verfahren nicht aus. Seit wann hört denn bitte irgendjemand in Hill Valley auf das, was Edna sagt? Seitdem sie geholfen hat, Kit Ten zu schnappen, fressen der Bürgermeister und der Stadtrat ihr aus der Hand. Es wäre dumm von mir, sie zu ignorieren. Besonders mit meiner alkohollastigen Vergangenheit. Ich wünschte, ich könnte sie mal beim Falschparken oder sowas ertappen. Ich würde ihr blitzschnell einen Strafzettel verpassen. Aber so eine Dame erwischt man halt. Nicht einfach so, ja. Also diese Tonabpackungen, die sind echt schlimm. Ja, wir haben ja nichts gegen die in der Hand, oder? Wir können es ja mal anklicken. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Ich habe gesehen, wie sie mit Carl Sagan getuschelt hat. Gestern vor der Expo. Und weißt du auch, worüber sie Nein, aber sie hat echt schuldig ausgesehen. Ich fürchte, dass ich etwas Handfesteres brauche. Danke. Hoffentlich. Du musst mir diese Schreckschraube vom Hals schaffen. Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt oder gestanden? Bleiben Sie unauffällig, er kommt zurück. Ich laber ein bisschen mit der, dann bist du so los. Danny, kann ich kurz mit Edna sprechen? Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Worum geht es hier? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Wovor? Vor dir vor allem. Und du weißt wirklich nicht, wo Emmett ist? Kein Schimmer. Wenn er klug ist, ist er schnell vor diesen gefährlichen Spielereien weggerannt, die er auf dein Drängen hin heute ausstellen wollte. Spielereien? Warum bist du noch nicht aus Emmets Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnov. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, seine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Ja, das ist Ironie, oder? Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Geheimnis? Welches Geheimnis? Du weißt schon, worüber du gestern mit Carl Sagan getuschelt hast. Du hast es gehört? Aber sicher. Und du hast beim Entsorgen der Leiche echt Mist gebaut. Du hast gar nichts gehört. Worüber ich mit Carl Sagan geredet habe, geht nur mich und Carl Sagan etwas an. Schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Oh, ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt. Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Hast du Mr. Sagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenzen.
Sag mir, warum hast du Emmets Erfindung verbieten lassen, ha? Huh? Ich hatte keine Wahl. Mr. Sagan hat mir einmal von deinen Versuchen berichtet, meinen armen Emmett zu radikalisieren. Und ich wusste, dass ich ihn davon abhalten musste, deine gefährliche Erfindung zu demonstrieren. Aber es ist seine Erfindung. Und sie ist nicht gefährlich. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber auch nur für ihn. Das entscheidet die Polizei. Gibt's eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser Apparat da unter Verschluss. Warum folgt Parker dir so willig? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Ja, das wird wohl auch nicht mehr so viel. Okay, das führt zu nichts. Ich muss Emmett finden. Bleib weg von ihm, du anarchistischer Rabauke. Hallo, Leute! Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Noch was nehmen. Ich wollte gar nicht hin. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Mit Helikopter? Ja, nee, ist klar. Auch wenn einer im Keller wohnt. Das ist Wachs. Ach, nehmen wir den roten, blauen Knopf. Was jetzt passiert? Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Center. Mensch, ärgere dich nicht und so. Ja, super. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey! Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Klondike 4385. Hier bei Brown. Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da? Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke, bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch beendet. Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informations... Kann das vielleicht sein, dass das Ganze ein bisschen auf Zeit geht? Hallo Leute! Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? So, warte mal, wir können die ja mal austauschen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Was? Hallo Leute! Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen... Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Nixon wäre wirklich stolz. Ich hab's mir überlegt. Die sehen hier nicht so gut aus. Nee, du solltest da... Nixon wäre wirklich stolz. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Klondike 4253. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist, meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmett ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Wie hat sie überredet? Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Carl, Sie können auf mich zählen.